Hallo und herzlich willkommen zurück beim längsten Haar der Welt mit einem wunderschönen Himmel und ein paar Fliegerlilies. Mit anderen Worten, Fran Bo und ihre ewig währende Reise nach Hause. Aber ich habe so das Gefühl, dass das noch ein bisschen dauern könnte, weil man achtet auf dieses Schild Richtung Hölle oder Richtung Zuhause. Da kann man jetzt draus denken, was man will. Anderes Thema, wir sollen Wasser und Beeren sammeln. Die Beeren habe ich gefunden. Das Wasser, also die Beeren hätte ich gefunden, wenn man denn da irgendwie drankommt, aber eigentlich kommt man da gar nicht dran. Und hier runter, um an das Wasser zu kommen, das ergibt, glaube ich, keinen Sinn, ne? Hier. Oh nein, von hier aus komme ich nicht an das Wasser heran. Ja. Dann müssen wir jetzt mal schauen, was wir hier machen können. Also hier in der echten Welt, in Anführungszeichen, können wir ja eigentlich gar nichts machen. Hier, den dörtlichen Wurm kann ich, glaube ich, nicht mehr mit ansprechen, nein. Ich kann nur da hochklettern. Die Feuerbeeren, die brennen, aber da kann ich halt nichts mitmachen. Oh, die Beeren brennen. Das müssen die Feuerbeeren sein. Wow, so viel Haare. Denn hier irgendwas übersehen, was man irgendwie noch anklicken kann oder so? Ja, ihr gönnt euch da jetzt mal gemütlich, aber ich weiß es nicht genau. Also jetzt hier so auf den ersten Blick sehe ich jetzt gerade nicht genau, wo ich lang sollte. So ist das halt, ne? Wenn man noch so ein bisschen verwirrt ist, noch so wie ich, was es ja noch viel schlimmer ist, macht. Naja. Ich meine, man könnte es ja ein bisschen mehr wie ein echtes Point-and-Click-Adventure machen. Ist ja. Wir wollten ja da unten dran kommen, vielleicht klappt das ja. Würdet ihr mir erlauben, diesen Eimer. Ich werde wahnsinnig. Diesen Eimer an euer wunderschönes Haar zu hängen, bitte? Einen Eimer an unser Haar hängen? Warum? Das klingt verrückt. Das ist gar nicht verrückt. Ich brauche Wasser von da unten, aber ich komme nicht ran. Ich muss euer wunderschönes langes Haar als Seil benutzen. Bitte helft mir. Okay, wir helfen dir. Mach den Eimer schön fest. Oh, danke. Ihr seid sehr nett. Ich habe das weggeklickt. Entschuldigung. Oh Mann, oh Mann. Das ist seltsam. Als wir nach Isterhasta fielen, war da kein Wasser. Kann ich jetzt runterklettern? Flink. Der Eimer ist jetzt voll Wasser. Oh, danke euch, glänzenden Insekten. Ich muss jetzt los. Ich muss nach Hause. Zu Hause ist dort, wo wir alle gern hingehören. Aber gehört es irgendwo hin? Was? Tut mir leid, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Das war eine rhetorische Frage. Ich wollte nur sagen, dass du dein eigenes Zuhause bist. Heißt dich selbst willkommen. Du wirst viele Türen finden, die du öffnen kannst. Oh, das klingt mysteriös und wunderschön. Ich versuche das ein andern Mal. Danke sehr. Tschüss. Oh, der Eimer ist voll Wasser. Er wiegt gar nichts. Das ist merkwürdig. Kann ich jetzt eigentlich die Feuerbeeren löschen? Weg da, Plünderer! Ich bin's. Darf ich nochmal auf den Elch klettern? Mach ruhig. Klick. Vielleicht weiß ich ja nicht. Gucken wir mal. Das Feuer ist aus. Jetzt kann ich die Beeren nehmen. Ich kann sie nicht abreißen. Sie hängen sehr fest. Flink. Was ist der Wasser? Der ist noch voll. Ne? Bin ich hier oben? Ah. Ja, höchstwahrscheinlich hätten die da dann nicht gebrannt oder hätte ich sie so mitnehmen können. So.
Ist eigentlich interessant, dass es hier teilweise verschiedene Möglichkeiten gibt und ich trotzdem erstmal nicht auf welche komme. Ja, hier, das wollte ich eigentlich nicht nochmal sehen. So, hier, da. Edward, wir haben hier Feuerbeeren. Ich habe die Feuerbeeren, aber sie brennen nicht mehr. Exzellent, die werden genügen. Ich danke dir vielmals, mein Liebes. Edward, hier ist der Eimer Wasser. Ich kam mit Hilfe von glänzenden Insekten. Du meinst Luzifers? Die sind nett, ja. Aber nur, wenn man sie in dieser Realität sieht. Sie sind gefährlich, wenn du sie in der fünften Realität triffst. Sie können dich verbrennen. Wow, mich verbrennen? Naja, ich war noch nie in der fünften Realität. Ich empfehle es dir nicht. Was dort sinnvoll ist, könnte deine schlimmsten Erfahrungen werden. Oh, ich habe vergessen, dir für das Wasser zu danken. Danke, Fran. Ah, Fran, es ist 2.34 Uhr. Die Reise beginnt. Gehen wir in die Maschine. Das ging irgendwie fix hier. Aber ich meine, es waren noch nicht viele Sachen, mit denen man noch agieren kann. Dann verliert man noch nicht so schnell den Überblick, so wie in ETS. Dieses kleine Stückchen Spielmusik im Hintergrund gerade. Es ist 2.36 Uhr. Wir haben eine große Chance, das Ziel in gutem Zustand zu erreichen. Wir sind bald auf dem Weg in die dritte Realität. Bist du aufgeregt, Fran? Vielleicht wäre ich aufgeregt, wenn ich mehr über die Realitäten wüsste. Das wirst du bald verstehen. Die Antworten sind nicht leicht zu zähmen. Bald? Warum nicht jetzt? Zeit geht vorbei, wie sie muss, damit du am Leben bleibst. Wenn alles jetzt passieren würde, würdest du wohl explodieren. Willst du mir sagen, dass die Antworten, die ich suche, zu mir kommen, wenn sie es wollen? Nicht ganz. Weißt du was? Ich sollte besser sagen, durch die Zeit musst du entdecken und erfahren, um zu verstehen. Das heißt, die Antworten kommen, wenn du sie findest. Nicht, wenn andere dir sagen, wie oder wo sie zu finden sind. Ah, verstehe. Tja, jetzt bin ich aufgeregt. Du hast meine Neugier geweckt. Das ist das Beste, was du tun kannst. Sei neugierig und du wirst immer wieder überrascht. Aber nun, Fran, wir müssen Dinge erledigen. Reden bringt dich nicht nach Hause. Welche Dinge? Die Maschine muss ein wenig gewartet werden und ich glaube, du würdest das toll machen. Hier sind die Feuerwehren und das Wasser, das du gesammelt hast. Danke. Du musst die Wasserpumpe wieder ans Laufen kriegen und den Treibstoff mischen. Du findest alle Informationen, die du brauchst, wenn du in den Raum links gehst. Aber du darfst auch in jeden anderen Raum gehen. Ich werde damit beschäftigt sein, den Autopiloten einzuschalten. Aber wenn du eine Frage hast, bin ich da. Ich habe aber sowas noch nie getan. Das macht es noch aufregender. Viel Spaß, mein Liebes. Okay, ich gehe jetzt. Okay. Ich meine, wenn der so viel Zeit dafür aufwenden muss, um den Autopiloten einzuschalten, würde ich vielleicht mal überlegen, ob der Autopilot gut ist. Der scheint ja nicht unbedingt zu helfen. Das behalte ich. Klebeband kann man immer gebrauchen. Ein Hammer, wahrscheinlich zum Hämmern. Ein hölzerner Fuß erinnert mich daran, als ich ein Baum war. Okay, eine Herstellung, um Schuhe herzustellen. Eine Anleitung. Man schaut sich das an und denkt sich so, ja, ach, ist gar nicht so schlecht. Ja, hier, ja, das, ja, der Aufbau der Haut ist vielleicht nicht ganz okay. Und dann denkt man sich so, da Fug. Füße. Ein Fuß mit einem Schuh und einer ohne. Das ist schon wieder die Ethersta-Sprache. Ich frage mich, was da steht. Ist das Fußfleisch an der Fußsohle? Schuhsohle? Ja, genau das ist. Okay. Ist das Super Space Invaders? Really? Get ready. Ja,
ich lasse das mal sein. Das ist ein mega witziges Gimmick, aber weiß ich nicht, mir gibt das nicht so viel, muss ich doch gestehen. Ich frage mich, was diese Maschine macht. Das macht bestimmt viel oder gar nichts. Dinge bewegen oder drehen sich. Mehr sehe ich nicht. Oh, ne, hier Musik. Bei dieser Musik denke ich an Gabeln. Vielleicht macht man sie mit Gabeln. Man weiß ja nie. Okay. Vielleicht sollte ich den Türknopf drücken, um die Tür zu öffnen. Oh, wie umständlich. Ah, die Katze vom Anfang. Moin. Ja, also hier diese Mr. Midnight-Puppen. Ich frage mich, ob Edward schwarze Katzen wirklich mag. Wenn diese Puppen Mr. Midnight darstellen, wäre das komisch. Edward lässt mich über so viele Dinge grübeln. So. Oh, die Leiter führt zu einer Tür, aber sie ist zu. Das Schlüsselloch braucht sicher einen Schlüssel. Ups. Erstmal zu weit geklickt und das Spiel beendet. Diese Lampe sieht aus wie ein Teekessel mit Gabeln und Löffeln. Ja. Süße Beeren, sie halten Händchen. Viele kleine Handschuhe. Sie kommen mir bekannt vor. Sind das die Handschuhe, die ich in der Zeit verloren habe? Vielleicht hat Edward die Handschuhe gestohlen. Eine Uhr. Viele Dinge zum Ansehen. Ich glaube, davon brauche ich nichts. Ich frage mich. Achso, okay. Aber hier diese Wand mit den Stalker-Trophäen. Ich weiß es nicht. Edward wird immer komischer. König Sia, ich erkenne ihn wieder. Ich verstehe, Sie sind Freunde. Das ist gut. Jetzt will ich Edward vertrauen. Ja. Ich meine, erstmal, oh, den erkenne ich, den habe ich doch vor 3 Minuten noch gesehen. Die Tür ist zu. Vielleicht kann Edward sie später öffnen. Ja, ich wollte das Licht ausmachen. Sorry. Okay. Dann gehen wir mal in den echten Raum, den ich soll. Vielleicht. Was ist denn das noch? Telefon? Hallo, hier ist Ren. Ich kriege keine Antwort. Egal, ich kann ja immer noch mit mir selbst reden. Ja, genau das gleiche, was ich gerade mache, gefühlt. Moin, Elektro-Midnight. Oha. Trinkt man daraus Wasser? Die sind so klein. Vielleicht für kleine Mengen Wasser. Vielleicht für sehr dünne Leute. Ja, genau das. Ich habe schon einen Stift, den hier brauche ich nicht. Ich habe schon einen Stift, den brauche ich nicht. Eine Vase ohne Blumen. Naja, ich lasse sie mal da. Okay. Gucken wir mal. AFM fehlt. Okay. Vielleicht sollte ich mir erstmal hier das angucken, was das ist. Lay Level 5 Münzturms, ja. Also erstmal Feuer im, ja, im Kessel. Wo haben wir den Kessel? Sehe ich den Kessel? Da sehe ich den Kessel. Hier ist ein Kessel. Machen wir hier. Hier Feuer, wir benutzen Flinch. Ich kann das Feuer nicht anlassen. Es kommt kein Gas aus dem. Okay. Platz. 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 Wie viele Streichhölzer habe ich? ganz leer. Das klappt nicht. Ich sollte mir vielleicht das Bild nochmal angucken. Ach, Entschuldigung. Also hier Wasser. Hebel runter. Steckverschluss packen. Das quer. Feuer dran. Gut. Also hier kommen.
das Wasser rein. Die Pumpe ist jetzt voll mit Wasser. Das hier mache ich sauber. Das ist offen. Das sollte so sein. Dann mache ich hier den Hebel und ich mache Feuer. Ta-ta-ta-ta! Haben wir das doch schon mal geöffnet? Das ist doch nicht schlecht. Also das ist jetzt soweit abgeschlossen, ja. Jo. Also kommt hier jetzt irgendwas an. So. Realitätsansicht. Ultra-Realitätsansicht. Okay. Mikronährstoffe in Feuerbeeren werden die Maschine verbessern und einen langlebigeren Motor erschaffen. Feuerbeeren von Afghula Mersenis. Okay, das sind Afghula Mersenis. Also, als erstes N16.6 erhitzen und dann mit R15 mischen. Also hier, das, da, da. Okay. N16.6 da rein. Dann das mit R15 mischen. Ja, ich habe mir natürlich alles gemerkt, wie man sieht. Dann 2PF, A18 und AFM. Warte, 2PF, 18, AFM. 2PF, 18 und AFM. Die nicht brennenden Feuerbeeren in die Vase. Fertig. So, und jetzt muss ich die Ultra-Realität anmachen. Oh, ja moin. Alter. Die ist krass. Sekunden und Minuten und Stunden und Tage. Tick-Tack, Tick-Tack. Ich habe vergessen, dich zu verstehen. Ich habe vergessen, mich selbst zu lieben. Okay. Ich muss da mal an den Tisch hinter dir, tut mir leid. Okay, hier. Schade. Ich glaube, da muss man anschalten, damit das funktioniert. Der rosa Schlauch, den könnte man gut irgendwo anschließen. Und ein blauer Schlauch, einsatzbereit. Ich muss die Schläuche also auch noch schauen. Komm hier, Fräulein, geh mal weg. Also, gelb. Okay. Gelbe ist drin. Dann der benutzen. Da. Rosa Schlauch zur Stelle. Ihn auch. Hm, das passt ja nicht. War das nicht so ein blauer? Ja. Ach, dann fehlt mir jetzt. Es fehlt mir noch ein Schlauch. Da muss ich auch noch gucken, was das macht. Ja. Wo kriege ich denn wohl einen Schlauch her? Und was ist das eigentlich? Haben wir uns das schon angeschaut? Wow, das ist ein großer Kreisel. Ich glaube, das hier ist der Motor. Mir gefällt das Design. Sehr verständlich. Okay, hier in dem Müll. Was für eine Unordnung. Edward kennt das Hygienewort wohl nicht. Aber er weiß auch über viele mechanische Dinge. Vielleicht behält er die Teile, um neue Sachen herzustellen. Wo habe ich denn... Habe ich denn schon einen Schlauch gesehen? Nee, aber ich... Mach noch mal einen Alternativ-Realitäts-Trip. Ist ja auch ein ganz, ganz niedlicher. Ich geh mal. Oh nein. Seid ihr hier, um Edward zu töten? Hallo, warum sprecht ihr nicht mit mir? Mein Schlüssel. Ich frage mich, wofür? Ja, frag du dich mal, wofür. Was könnte denn wohl? Das klappt nicht. Huh. Aber ich würde sagen, dieses Puppentheater schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Soweit, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.